Eine Frau, die ein bewegendes Buch geschrieben hat, ist heute unser Gast, Maryse Wolonski. Außerdem freuen wir uns auf ein Ehepaar, das gemeinsam ein wunderbares Projekt realisiert hat. Sehr nachdenkenswert. Sigrid Klausmann und ihr Ehemann Walter Sittler sind heute unsere Gäste. Dann Kurt Beck und Thomas Derksen, der in China ein Star geworden ist. Sie alle jetzt bei uns. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, der hier in dieser Sendung mal erzählt hat, dass während seiner Geburt im Kreissaal der Strom ausfiel. Das Trauma dieses Stromausfalls hat er später versucht zu verarbeiten, indem er eine Lehre als Elektroniker machte. Irgendwie war das Trauma stärker. Er ging also in die Politik, eine Welt, in der Ausfälle aller Art ganz normal sind. Und er brachte es darin so weit, dass er 34 Jahre lang als Abgeordneter, fast 20 Jahre als Ministerpräsident, als SPD-Chef und sogar auf dem Weg zum Kanzlerkandidaten war. Dann aber bremste ihn erst seine Partei und dann die Gesundheit aus. Und es gibt nur wenige Spitzenpolitiker, die so ehrlich über eigene Krankheit und Schwächen reden wie er, der vor genau einem Jahr einen Schlaganfall erlitt und sagt, wenn du da an Weihnachten in einem solchen Zimmer liegst, dann schaust du ein bisschen tiefer in dich hinein. Herzlich willkommen, Kurt Beck. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, dann zwei, habe ich eben schon gesagt, ein Ehepaar heute bei uns zu Gast. Von Ihnen beiden weiß man spätestens seit Stuttgart 21, dass Sie Politik und Demokratie als eine Aufgabe für jeden Bürger betrachten. Man weiß von Ihnen, dass Sie gut mit Winfried Kretschmann befreundet sind, der vor kurzem auf meine Frage nach seiner Eignung zum Kanzler ausrief, ich Kanzler, niemals, ich spreche ja noch schlechter Englisch als der Oettinger. Jetzt haben Sie beide etwas auf die Beine gestellt, was man auch als politische Botschaft begreifen kann. Es ist etwas, was jeden, der es sieht, wirklich berührt. Mit einer Kamera haben Sie Kinder auf der ganzen Welt auf deren Schulwegen begleitet. Der Film, der dabei entstanden ist, räumt europaweit Preise ab, kommt jetzt in die Kinos. Herzlich willkommen, Sigrid Klausmann und Walter Sittler. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. So, dann einer bei uns, der gerade... Dann ein junger Mann dabei, der gerade eine verrückte Karriere macht. Eigentlich hat er mal Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Köln gelernt. Eigentlich fuhr er nur aus Neugier im Jahr 2007 mal für 3 Wochen nach China. Dann aber packte ihn dieses große Land so sehr, dass er beschloss, länger zu bleiben. Heute ist dieser Mann ein Star im Reich der Mitte, tritt regelmäßig im Fernsehen, vor allem aber im Internet auf, weil er den Humor der Chinesen offenbar sehr genau trifft. Was genau er dort macht und wie weit das mit den Witzen geht in einem Land wie China, das wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Thomas Derksen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, gleich zu Beginn aber sprechen wir mit einer Frau, deren Geschichte vor allem die Menschen in Frankreich berührt. Das wird aber heute Abend auch hier passieren. Eine Geschichte, die wichtige Fragen aufwirft, auch für uns, die wir gerade den Anschlag von Berlin erlebt haben. Ihr Mann galt als einer der berühmtesten Karikaturisten Frankreichs, als er beim Anschlag auf Charlie Hebdo ermordet wurde. Wir reden dieser Tage viel über den Täter von Berlin. Aber die Frage ist, was ist mit den Opfern? Was macht ein solcher Angriff mit den Angehörigen? Ihr wolltet Charlie Hebdo töten, schrieb jemand kurz nach der Attacke. Doch ihr habt es in Wahrheit unsterblich gemacht. Stimmt das wirklich oder ist die Wahrheit sehr viel ernüchternder? Herzlich willkommen, Maryse Wolonski. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, Frau Wolonski, mit dem Anschlag auf Charlie Hebdo begann ja diese Terror- und Mordserie. Mit welchen Gedanken gehen Sie abends schlafen und stehen Sie morgens auf, wenn Sie von Berlin, von Nizza, von Brüssel, von alledem hören? Bien sûr, bien sûr. Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ein Attentat geschieht, dann erinnere ich mich an das, was am 7. Januar 2015 geschehen ist. Es war das erste Attentat in Europa. Ein Attentat, das für mich eigentlich ein politisches Verbrechen war, denn es ging um freie Meinungsäußerung. Aber die anderen Attentate, insbesondere in Berlin, in der Türkei, sind auch immer politische
Attentate. Welchen Raum, wie viel Raum nimmt dieses Datum, nimmt dieser Anschlag, das, was da passiert ist, heute noch, 2 Jahre danach in Ihrem Leben ein? Es nimmt sehr viel Platz ein. Mein Leben hat am 7. Januar 2015 aufgehört. Was ich in meinem Buch erzähle, ist, dass ich mein Leben neu aufbauen muss. Ich war wie eine Schiffsbrüchige, die den Kopf aus dem Wasser halten wollte. Dieses Buch ist eigentlich ein Akt des Widerstands. Ich wollte die Details archivieren. Ich bin ja Journalistin von Berufs wegen. Und habe versucht, als Journalistin zu verstehen, was an diesem 7. Januar passiert ist. Parallel dazu ist natürlich mein Buch auch eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die ich 47 Jahre lang mit meinem Mann erleben durfte. Er hatte sehr viel Talent und er war mein großer Liebhaber. 47 Jahre, auch deswegen, Sie sagen es gerade, ist dieses Buch so bewegend, aber es bewegt einen auch deshalb, weil Sie an keinem Punkt irgendetwas aussparen und ausklammern, sondern Sie stellen sich wirklich jedem Detail. Wir haben Sie auch im Vorfeld der Sendung gefragt, ob es für Sie erträglich ist, auch die Bilder, die wir gleich noch mal sehen, von diesem Anschlag noch einmal zu zeigen. Und Sie sagten, ja, zeigt das. Das ist Teil meines Lebens. Wir schauen also zurück, was vor 2 Jahren im Januar in Paris passiert ist. Der schlimmste Terroranschlag in Frankreich seit mehr als 40 Jahren. Es war der Beginn einer europaweiten Anschlagsserie. Wie auch im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri gibt es auch im Fall der Kouachi-Brüder viele Fragen, die bis heute unbeantwortet sind. Warum wurden die Brüder als nicht gefährdend eingestuft, obwohl der französische Geheimdienst beide seit Monaten überwachte? Warum wurde das Sicherheitsteam vor dem Haus des Magazins plötzlich abgezogen, obwohl die islamkritische Redaktion seit Jahren als mögliches Ziel galt? Fragen, auf die die Witwe von George Wolinski gerne Antworten hätte. Die 73-Jährige ist sich sicher, dieser Anschlag hätte verhindert werden können. Was macht sie so sicher in dieser Überzeugung, dass man diesen Anschlag tatsächlich hätte verhindern können? Weil bis Ende November 2014 die Zeitung Charlie Hebdo, die eine Satirezeitung ist, überwacht wurde oder bewacht wurde. Ein Polizeiwagen stand vor der Tür mit 6, 7 Polizisten an Bord. Und Ende November hat man diesen Wagen abgezogen. Ich habe also diese Frage gestellt. Warum wurde der Wagen abgezogen? Und diese Frage beantwortet niemand. Für mich gibt es eigentlich 2 mögliche Antworten. Entweder ist es die Polizeigewerkschaft. Eine Polizeigewerkschaft hatte ein Flugblatt herausgebracht und darauf stand, dass es ein Luxus sei, eine Zeitschrift wie Charlie Hebdo zu schützen, weil Charlie Hebdo eigentlich sich über alle lustig macht und insbesondere auch über die Polizei. Unbequem werden. Und auch die anderen Gewerkschaften stießen in dasselbe Horn, sagten, es sei Luxus, Charlie Hebdo zu bewachen, zu schützen. Gut, haben also die Gewerkschaften Druck auf die Regierung ausgeübt? Denn diese erste Gewerkschaft, die Allianz heißt, übt oft Druck auf den Innenminister aus. Das ist ja unser jetziger Premierminister. Andererseits kann es auch noch einen anderen Grund dafür geben. Der Premierminister, der also vorher Innenminister war, hatte gesagt, dass die Polizisten ihrerseits bedroht wären. Vielleicht wäre es also besser, diesen Polizeiwagen abzuziehen. Für mich bedeutet das, dass es besser ist, keine Polizisten zu töten, aber Künstler, die darf man töten. Und deswegen bin ich sehr wütend. Man kann ihre Wut natürlich nachvollziehen. Die Frage ist, was hat Ihr Mann von alledem geahnt? War dem klar, als er morgens zur Arbeit ging, Tag für Tag und Woche für Woche, dass da etwas passieren könnte?
Nun, er hat mit mir nie darüber gesprochen. Mein Mann hat mich sehr beschützt. Allerdings war es so, dass er während des gesamten Dezembers oft über seinen Tod sprach. Und dann sagt er, ja, was wirst du dann tun? Niemand wird mehr da sein, um dich zu beschützen. Und ich verstand das gar nicht. Ich war sehr beschäftigt mit einem Buch, das ich gerade schrieb. Ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, ob es dabei im Grunde um diese Bedrohungen ging. Man wusste natürlich davon. Denn die Telefonistin von Charlie Hebdo sagte, dass mindestens 50 Drohanrufe täglich eingingen. Also die Bedrohungslage war real und es hätte Schutz geben müssen. Wie haben Sie diesen 7. Januar in Erinnerung? Was passiert an diesem Tag aus Ihrer Sicht? Morgens hat mein Mann mir gesagt, Chérie, ich gehe zu Charlie. Das ist ja auch der Titel meines Buches. Aber das war ja Alltag. Ich war in meinem Badezimmer, war in meinen Morgenmantel gewickelt. Und dann habe ich ihm gesagt, na ja gut, wir sehen uns heute Nachmittag. Dann bin ich zu einer Sitzung gegangen und musste mein Handy ausstellen. Als ich dann mein Handy wieder anschaltete nach dieser Sitzung, da saß ich in einem Taxi. Auf dem Telefon hatte ich ganz viele Nachrichten. Und alle fragten, wie geht es deinem Mann, wie geht es George? Und ich habe dann den Taxifahrer gefragt, ja, warum stellt man mir denn diese Fragen? Und dann sagte er, ja, aber wissen Sie denn gar nicht, was in Paris passiert, Madame? Nein, sagte ich, ich komme aus einer Sitzung, ich weiß es nicht. Und da hat er mir gesagt, es gab ein Attentat im 11. Arrondissement. Und dann sagte ich, aber da ist doch mein Mann, er war ja bei Charlie Hebdo. Und da hat mir der Taxifahrer, der ganz großartig war, gesagt, Sie müssen jetzt nach Hause fahren. Dann hat mein Schwiegersohn angerufen, mein Schwiegersohn und meine Tochter, und sie haben mir gesagt, ich solle nach Hause gehen. Und zum Glück habe ich das auch getan. Denn ich konnte so alleine sein und viele andere Ehefrauen oder Töchter sind zum Schauplatz des Attentats gefahren und wurden dann alle in einem Theater fast zusammengepfercht. Und das wäre für mich unmöglich gewesen, diese Schreie zu hören. Lieber alleine zu Hause sein. Wann haben Sie offiziell erfahren, dass Ihr Mann tatsächlich unter den Opfern war? Relativ spät. Denn eigentlich hat mich gar kein Amtsträger angerufen. Es war mein Schwiegersohn, der Mann meiner Frau, der mich anrief, um mir zu sagen, dass mein Mann ermordet worden war. Und ich habe das erst einmal geleugnet. Ich sagte mir, naja, warum weiß er das? Und ich bin nicht auf dem Laufenden, obwohl ich doch eigentlich die Erste hätte sein sollen, die man hätte anrufen sollen. Das musste ich unbedingt laut sagen und ich habe es dann im Radio und so weiter gesagt. Und erst dann hat der Präsident und haben die Offiziellen mich angerufen. Aber das war zu spät. Ich leugnete weiter und daran denke ich oft zurück. Das heißt, Sie haben am Anfang gar nicht verstanden und auch nicht wahrhaben wollen, was da wirklich passiert ist, weil Ihnen niemand auch von offizieller Seite gesagt hat, es ist so? Diese Ungewissheit hat etwas bei Ihnen ausgelöst? Ja, genau. Und das hat mehrere Tage gedauert. Drei Tage lang habe ich den Körper meines Mannes gesucht. Ich wollte wissen, wo er war. Und niemand hat mir diese Frage beantwortet. Das ist doch seltsam. Also, es hat wirklich Pannen gegeben. Die ganze Zeit. Und ich beobachte im Übrigen, dass es bei jedem Attentat Pannen gegeben hat. Und auch nach dem Attentat geht das weiter mit diesen Pannen. Am 13. November war es genau dasselbe im Bataclan.
Ich erinnere mich an einen Mann, der seine Tochter verloren hatte. Und 3 Tage hat es gebraucht, bis er erfuhr, dass seine Tochter im Bataclan ermordet worden war. Die Regierung hatte also nichts gelernt aus dem, was bei Charlie Hebdo passiert ist. Wann haben Sie wirklich für sich verstanden, was da passiert ist? Und wann kann man, wenn überhaupt, eine Art von Frieden machen mit dem, was da geschehen ist? Frieden schließen. Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Aber so richtig verstanden habe ich es, als ich dann zum Quai des Orfèvres gerufen wurde. Und da hat man mir Fragen gestellt. Das war dann bei der Polizei. Dort hat man mir auch den Ehering meines Mannes und seine Sachen zurückgegeben. Da habe ich plötzlich alles verstanden. Und dann stieg auch die Wut hoch. Denn die Brüder Kouachi waren ja nicht mehr überwacht. Sie waren als Gefährder eingestuft und standen auf einer entsprechenden Liste zuvor. Aber dann sind sie umgezogen. Einer von ihnen ist umgezogen in eine andere Stadt und deswegen wurden sie nicht mehr überwacht. Wenn man alles sieht, was heute passiert, in Berlin war es ja genau dasselbe. Dann gibt es nicht genügend Kommunikation zwischen den verschiedenen Nachrichtendiensten innerhalb Europas insbesondere. Sie haben eben erzählt, dass man wahrscheinlich mit einem solchen Verlust niemals Frieden machen kann. Was ist mit den Fragen nach Meinungsfreiheit? Ich habe vorhin diesen Satz zitiert: Ihr wolltet Charlie Hebdo töten, ihr habt in Wahrheit dieses Magazin unsterblich gemacht. Und ich habe mich gefragt, auch als ich Ihre Geschichte gelesen habe, ist das nicht zu pathetisch? Machen wir uns da in Wahrheit nicht was vor? Sie selber sagen an einem Punkt: Charlie Hebdo ist für mich nicht mehr der Inbegriff von Meinungsfreiheit. Heißt, das war es in Wahrheit nicht wert? Nein, ich sage, dass es nicht mehr das Symbol für die freie Meinungsäußerung ist. Dazu muss man wissen, dass diese Zeitschrift eigentlich kurz vor dem Konkurs stand. Hätte es das Attentat nicht gegeben, dann würde Charlie Hebdo wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Also, Charlie Hebdo konnte auferstehen wegen des Attentats. Denn, wenn Sie so wollen, waren da die Gründer der Zeitschrift ihre Hauptakteure. Und ich wollte, dass diese Zeitschrift die Zeichnungen meines Mannes weiter veröffentlicht. Und die neuen Zeichner der Zeitung, die haben mir nicht einmal geantwortet. Andererseits erschien ein Film über François Cavanna, der Gründervater von Charlie Hebdo und zuvor Arakiri war. Und in diesem Film zum Beispiel, gut, da geht es dann um sogenannte innere Fragen. Und ich sage, wenn Sie sich so verhalten, dann, weil diese Zeitschrift nicht das Symbol für freie Meinungsäußerung in der Welt sein kann. Also, ich danke Ihnen ganz herzlich auch für den Besuch heute hier in der Sendung. Es ist ein wichtiger Debattenbeitrag, finde ich, auch mit Blick auf das, was gerade in Deutschland innenpolitisch diskutiert wird. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie diesen Frieden, den man so dringend braucht in einem Leben, dass Sie den finden. Kurt Beck ist bei uns, den ich an diesem Punkt gerne fragen würde. Herr Beck, die Parteien überbieten sich im Moment geradezu, wenn es um neue Vorschläge geht, wie man dieses Land sicherer machen kann, wie man verhindern kann, dass sowas passiert. Ist das wirklich ernst gemeint? Sind das Scheindebatten, die da teilweise geführt werden? Oder ist es einfach nur der Auftakt zum Bundestagswahlkampf? Nein, ich glaube schon, dass es sehr ernst gemeint ist. Denn natürlich quält man sich auch, wenn man in politischer Verantwortung ist, mit solchen furchtbaren Erfahrungen, die Menschen machen mussten. Ich selber erinnere mich, in meiner Zeit als Bundesratspräsident hat Rheinland-Pfalz damals, wird dieses Jahr wieder so sein, Deutschlandtag ausgerichtet zum 3. Oktober. Und wenige Wochen zuvor war diese furchtbare Geschichte in New York mit den Twin Towers und dem Anschlag. 9/11. Und es ist nicht so, dass man da jetzt einfach sagt, naja, wird schon alles gut gehen. Es hat unendlich viele Gespräche gegeben und ich muss sagen, ich selber war dicht dran, dass ich mir so eine fixe Idee einpräge. Ich bin nachts aufgewacht
und habe an irgendwelche Szenarien gedacht, was könnte denn noch passieren? Mhm. Kann im Dom, wo jetzt die ganze Staatsspitze, internationale Gäste da sind, sowas passieren? Ich habe dann noch mal berichten lassen von den Sicherheitsleuten etc. Also ich will damit nur sagen, man quält sich damit. Und das nehme ich auch denen ab, die heute in Verantwortung stehen, dass sie sich wirklich quälen und wirklich suchen, was können wir dann tun, wenigstens für die Zukunft. Wenn man darüber redet, dann geht es ja auch darum, Stärke zu zeigen. Du darfst ja als Politiker, als Spitzenpolitiker, zumal ich habe mit Rita Süssmuth darüber mal gesprochen, als damals Tschernobyl passierte. Die hatten keine Ahnung, was da wirklich vor sich ging, mussten sich aber vor die Kameras stellen, um da draußen Menschen zu beruhigen. Das Problem hat man jetzt ja auch wieder. Wie macht man das? Also man muss versuchen, natürlich so viel Information, echte Information, wie immer nur möglich zusammenzubekommen. Aber es ist in der Tat so, Unsicherheit zu streuen, nur zu sagen, wir wissen selber nicht, was los ist, das hilft ja im Moment keinem Menschen. Insoweit keine Falschmeldung, keine falschen Beruhigungen, aber doch eben den Versuch zu sagen, wir müssen es einordnen. Und es ist nicht so, dass man in der nächsten Stunde wieder mit einem so schrecklichen Ereignis rechnen muss. Sind Sie an einem solchen Moment, an einem solchen Tag froh, dass Sie nicht mehr in der allerersten Reihe in politischer Verantwortung stehen? Weil genau das Problem ist, dass du als Spitzenpolitiker niemals Schwäche zeigen darfst, sondern immer Stärke nach außen demonstrieren musst? Also ich habe sehr gut nachempfinden können nach den schrecklichen Anschlägen jetzt in Berlin kurz vor Weihnachten, was es für die Leute bedeutet, für die Polizeiführung genauso wie für die politische Führung, sei es Bundes- oder Berliner Landesebene, dass man da gefordert ist. Und es sträubt sich in einem selber ja alles, wenn man sieht, da liegen Menschen, die sind tot, Angehörige, von denen man gar nicht weiß, wer sind sie denn? Viele der Opfer sind ja noch nicht identifiziert. Man kann ja auch nicht einfach etwas hinausposaunen und Menschen in Unruhe versetzen, die vielleicht nicht betroffen sind. Es gibt schwerst verletzte Menschen. Also in einem solchen Moment etwas einigermaßen Sinnvolles zu sagen, aber auch nicht nur Hoffnungslosigkeit und Uninformiertheit zu signalisieren, das ist keine beneidenswerte Aufgabe. In solchen Momenten ist man froh, wenn ein solcher Kelch an einem vorübergeht. Das heißt, Sie sind froh, dass Sie da nicht mehr in der allerersten Reihe stehen. Hätten Sie anders gefragt, Herr Beck, Sie haben ein hartes Jahr hinter sich. Und einer der Gründe, warum wir uns heute hier sprechen, ist, Sie haben den Kollegen vom Spiegel ein sehr persönliches, wie ich finde, Interview gegeben. Und hat mich gefragt, hätten Sie das in Verantwortung stehend als SPD-Chef, als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hätten Sie das jemals so erzählt? Sie haben einen Schlaganfall erlitten, letztes Jahr einen Tag vor Silvester. Hätten Sie das jemals so öffentlich erzählen können? Ich glaube nicht, weil man sich immer fragt, was wird denn draus gemacht? Ja, ist die nächste Diskussion dann, wann tritt er denn zurück? Wer ist der Nachfolger, die Nachfolgerin und so weiter? Das will man nicht herbeiführen. Erstens will man die Dinge nicht einfach aus der Hand geben, auch wenn es um eine Nachfolge geht. Möchte man ja seine Vorstellungen dann auch mit einbringen können. Und zum Zweiten, es ist leider so, dass diese menschliche Schwäche, ich rede nicht von politischen Fehlern, die müssen kritisiert werden, dafür muss man gerade stehen. Sie ganz persönlich. Aber diese menschliche Schwäche, die einen durch gesundheitliche Rückschläge erreichen kann, die einzugestehen ist, glaube ich, politisch tödlich. Und deshalb habe ich jetzt dieses Interview auch gemacht mit dem Spiegel, weil ich glaube, ich sollte es jetzt sagen, um darauf hinzuweisen, auch diejenigen, die in Führungsverantwortung, welchem Bereich auch immer stehen, sind Menschen mit allen, auch körperlichen und manchmal auch seelischen Schwächen. Was ist Ihnen da passiert am vorletzten Tag dann dieses vergangenen Jahres? Ja gut, bin morgens aufgestanden und war selber erstaunt, dass der linke Arm, die linke Hand alles gemacht haben, nur nicht meinem Willen gehorcht. Und da war ich dann sehr dankbar, dass meine Frau am Tisch, dann Frühstückstisch, gesagt hat, so geht das nicht, da ist was. Und eigentlich muss man schnell diesen Schlaganfall. Ihnen fiel alles aus der Hand? Oder mir fiel die Gabel aus der Hand und man kann keine Tasse, nichts mehr festhalten. Es ist
unglaublich, aber es ist so. Mhm. Es war mir schon unter der Dusche aufgefallen. Ja, das ist, man verdrängt es dann im Moment. Da braucht man jemanden. Kann man nur allen raten, in solchen Fällen sofort in eine Klinik. Und wir haben Gott sei Dank in Deutschland ganz hervorragende sogenannte Stork-Units, wo also Neurologen und internistische Krankenhäuser eng zusammenarbeiten. Und dann kann man so etwas auch wieder hinkriegen. Sie, Gott sei Dank und glücklicherweise, Sie haben gesagt, Herr Beck, wenn man da so liegt, dann horcht man mal in sich hinein. Was hört man denn dann, wenn man da so reinhorcht? Also ich muss sagen, mein Arzt, der Chefarzt da in der Neurologie, Herr Pfeiffer, hat zu mir gesagt, wissen Sie, wenn sowas ist im Kopf, da ist man nah an der Seele. Und das hat mich, als ich da an diesen Infusionen und Geräten hing, hat mich sehr beschäftigt. Ja? Und es ist, glaube ich, gelungen, ohne Selbstmitleid oder sich zu bejammern, mal nachzudenken, was hast du denn bisher gemacht? Was ist denn an Positiven, an weniger Positiven da? Und dann kommt man eben auch auf solche Momente, die man erlebt hat, dass es vielleicht klug wäre, Leuten auch mal eine temporäre Schwäche zu gestehen, ohne immer sofort das Fallbeil, sei es von Medien oder anderer Öffentlichkeit oder eben aus der Politik selber heraus, dann hervorzuholen. Mhm. Wenn Sie sagen... Würden Sie sagen, Politik macht krank? Naja, ich sage jetzt mal Spitzenjobs oder die Aufgabe als Schauspieler, also alles, was mit großer Anstrengung verbunden ist. Und das würde ich genauso für eine Lehrerin oder Lehrer sagen, die morgens immer vor eine Klasse müssen und nicht wissen, was heute los ist. Oder für eine Krankenschwester etc. All das kann krank machen. Aber man kann eben krank werden, auch als Politiker. Und das ist nicht so sehr eingeräumt in unserer Gesellschaft. Sagen, da gibt es einen großen Unterschied. Also der Job einer Krankenschwester so fordert und anstrengend, der ist aber der findet nicht vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Ihrer ja. Ja, deshalb werbe ich jetzt dafür, dass man ein bisschen vielleicht einen menschlicheren Blick auf diejenigen, die es jetzt machen, richtet. Das ist meine Aussage, wenn man so will. Brauchen wir da einen neuen Kodex, eine neue Ethik? Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Brauchen wir da eine andere Art, miteinander umzugehen? Ich meine, wenn Sie sich mal zurückerinnern, als Sie damals, anders gefragt, war das der bitterste Moment Ihrer politischen Karriere, als Sie damals als SPD-Parteivorsitzender hinwerfen mussten, weil Sie aus den Nachrichten erfahren haben, dass nicht Sie den zukünftigen Kanzlerkandidaten ausrufen würden, sondern man hat es, ohne jetzt Namen zu nennen, man hat es für Sie gemacht. Nur drei Leute wussten davon, Sie wussten davon, Frank-Walter Steinmeier wusste davon und Franz Müntefering wusste davon. Und Sie sitzen abends zu Hause. Das wussten wahrscheinlich über andere zwischenzeitlich auch noch mehr Leute, aber das war sicher der bitterste Moment in meiner politischen Arbeit, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, dass man sozusagen von hinten in die Kniekehlen getreten bekommt. Dass man auch eigene Fehler macht und das nicht immer alles so einzieht, das ist alles auch wahr. Ja? Es ist ja nicht nie immer nur alles einschichtig. Aber wenn man denkt, jetzt hast du es geordnet und jetzt ist der Weg, der dann auch sich nach den Spielregeln der Sozialdemokratie gehört, wie es jetzt für Sigmar Gabriel auch gilt, wenn man das alles für geordnet... Der Kanzlerkandidat der SPD wird? Der entscheidet darüber, wer vorgeschlagen wird am Ende Januar. Es war ein Versuch. Ja. Es, ja, ein völlig legitimer Versuch. Aber wenn man das Gefühl hat, jetzt ist das so geordnet, dass es einen anständigen Weg gibt und der gemeinsam begangen werden kann und das wird dann durchkreuzt, das ist schon hart und bitter. Was hat das damals mit Ihnen gemacht, Herr Beck? Ich fasse das mal kurz zusammen, ja? nur damit wir alle auf dem Laufenden sind. Sie versuchen oder anders, Sie springen ein in einer völlig verfahrenen, verzweifelten Situation für Ihre Partei. Keiner wollte diesen Parteivorsitz damals übernehmen. Die SPD lag am Boden. Sie lassen sich hier mal breitschlagen, das zu machen. Dann machen Sie das zwei Jahre lang. Sie starten gut, alles wunderbar, plötzlich kippt das Ganze. In Berlin haben Sie Ihr Netzwerk nicht, das Sie eigentlich brauchen. Sie haben im Willy-Brandt-Haus nicht die Leute, die wirklich an Ihrer Seite sind, die wirklich Ihre Leute sind, sondern die Leute Ihres Vorgängers.
Und dann erleben Sie, wie sich diese Stimmung plötzlich dreht, wie Sie merken, Sie werden schlecht beschrieben, Sie werden als Problembär aus der Provinz verhunzt und verunglimpft. All diese Dinge müssen Sie über sich ergehen lassen. Und dann kommt die Frage der Kanzlerkandidatur. Und eigentlich wäre es doch naheliegend gewesen, dass Sie das machen. Sie treffen sich also an einem Wochenende vor den Toren Berlins in einem Landgasthaus. Ganz geheimes Treffen. Am Schwilosee. Am Schwilosee. Legendär. Es kommt eine Hochzeitsgesellschaft. Sie müssen raus. Sie haben viel zu lange gelabert. Politiker machen das manchmal. Sie müssen also raus. Und auf dem Parkplatz diskutieren Sie weiter, auf einem Parkplatz, wer Kanzlerkandidat der SPD wird. Und Sie gehen auseinander mit dem festen Versprechen, ich werde verkünden, dass Frank-Walter Steinmeier der Kanzlerkandidat der SPD wird. Und dann sitzen Sie abends zu Hause, Fernseher, Nachrichten und hören, das hat schon andere für Sie gemacht. Was macht das mit einem? Ja, was macht das aus einem? Also zunächst mal ist eine bittere Enttäuschung da. Man fällt in ein ganz tiefes Loch, weil man es einfach ja, nicht erwartet hat. Es ist ein Schuss aus dem Dunkeln. Haben Sie geschlafen in der Nacht? In der Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen. Ich habe mit einer Reihe Leute telefoniert, nachdem die Nachricht im Heute-Journal lief. Und habe auch eine denkbare Alternative, nicht für die Kanzlerkandidatur, aber für den für mich dann feststehenden Rücktritt organisiert. Das war in dem Moment klar, da kommt diese Meldung und das bedeutete für Sie, zu Hause sitzend, jetzt muss ich zurücktreten, ich bin meinen Job los. Ja, das war also meine nach wenigen Minuten. Ich will oder ich muss? Ich glaube, es ist ein Wollen, das aber zugleich ein Muss ist, weil man es nicht ausgehalten hätte, wenn man es trotzdem probiert hätte. Ich habe dann mich dazu gezwungen, eine Liste zu machen mit Pros und Kontras, also gegen Rücktritt, für einen Rücktritt etc., um sich selber ein bisschen aus diesem Loch rauszuholen und nüchtern nochmal die Sache zu machen. Haben Sie diese Liste allein oder mit Ihrer Frau gemacht? Die habe ich ganz allein gemacht. Meine Frau war nicht da. Ich war in meiner Mainzer Wohnung, weil ich morgens den frühen Flieger nach Berlin sonst gar nicht gekriegt hätte oder eben Mitternacht losgewusst hätte aus der Südpfalz. Also insoweit hatte ich auch niemand, um mich unmittelbar auszutauschen. Man will auch da nicht die Angehörigen wecken und sagen, du, jetzt ist der Teufel los. Das macht man ja auch nicht. Sie waren der einsamste Mensch des Landes. Also besonders wohl fühlt man sich in einer solchen Situation. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den Zettel zerrissen. Ich hätte ihn wirklich aufheben sollen mit diesem Pro und Kontras, weil da fallen einem Dinge ein in so einer Situation. Die Sinne sind ja geschärft und das ist alles gespannt wie ein Flitzebogen, was in einem vorgeht. Und da fallen einem kluge, vielleicht auch nicht so kluge Sachen ein. Aber hinterher wäre es ganz spannend gewesen. Ich habe ja später in einem Buch das auch ein Stück weit verarbeitet, hatte aber diesen Zettel irgendwann auch, da gab es auch mal so eine Rage zwischendurch. Ich sage, alles Mist und genommen und die Toilette runtergespült. Das war ein Fehler. Aber ich bin dann in den Flieger morgens gestiegen mit der Gewissheit, du gehst dahin zum Schwilosee und sagst, das geht nicht. Sie sind dann in dem Umfeld erkrankt. Ja, es war natürlich schon bitter. Ich meine, Sie haben dann Journalisten, auch Bildreporter, die müssen alle ihren Job machen, die Leute. Ja. Aber daheim dann in der Nachbarschaft haben sich Leute bei den Nachbarn eingemietet. Und wenn man zur Tür raus ist, und mein Vater war damals schon ein alter Mann, der hat sich nicht mehr zur Haustür rausgetraut, weil da man dieses, Sie kennen ja dieses maschinengewehrhafte Knattern, dann der Fotoapparate etc. und Fernsehkameras. Ich will da gar keine Vorwürfe machen und schon gar nicht rumjammern. Das ist wirklich das Letzte, was ich möchte. Ich frag Sie aber ich war gesundheitlich sehr angeschlagen. Und wenn man dann so beobachtet wird nach dem Motto, ist es jetzt eine politische Erkrankung oder eine echte, dann ist das natürlich schon... Wird man das manchmal als Politiker taktisch krank? Ich habe jemanden gekannt, der hat mir mal als noch relativ junger Mensch, also der ich da war, den Rat gegeben, im Zweifelsfall, wenn der so richtig dreckig geht, auch man manchmal sagt, ist man körperlich gesundheitlich nicht gut drauf und dann klappt ein paar Sachen nicht, dann bist du auch seelisch richtig runter, dann leg dich mal 2 Tage krank. Ich habe es nie gemacht. Willy Brandt hat das so gemacht.
Willy Brandt hat das heißt gemacht, es. Heißt es. Und ich weiß es auch von jemandem, der ihm sehr nah war, dass er das klugerweise gemacht hat. Hinterher wusste ich es auch, dass es klug gewesen wäre. Mhm. Aber Sie haben sich damals, ich meine, Sie hätten zum Arzt gehört. Sie hätten zum Arzt gemusst damals. Ja, der Arzt war auch da. Aber ich hätte in die Klinik gemusst eigentlich und das habe ich vermieden. Weil Sie hatten eine schwere Angina, ne? Sowas in der Art, eine Vereiterung im Hals, ja. Ja, ja, aber wie gesagt, dann will man halt vermeiden, dass daraus jetzt ein noch größeres Thema... Das verstehe ich, aber die Frage wäre, ist das nicht ein wirklich zu hoher Preis? Also wenn man... Um das zu vermeiden, um diesen öffentlichen Eindruck aufrechtzuerhalten, ich habe das alles nach wie vor irgendwie im Griff, sitzt du zu Hause in deiner Wohnung, wirst nicht richtig versorgt und es passiert, was passiert. Gut, die Klinik ist weit. Ich will einfach sagen, wir sind ja öffentlich. Mein damaliger Hausarzt in Mainz, ein Freund von mir, kam und hat sich intensiv um mich gesorgt. Mhm. Aber der hat halt geraten, geh in die Uniklinik rauf. Ja. Aber... ich erzähle ja jetzt auch drüber, nicht um jetzt alte Geschichten da aufzurühren, sondern ich erzähle drüber, weil ich glaube, es war ein Fehler. Und ich hoffe, ein bisschen Verständnis wecken zu können, dass, wenn es heute jemand so geht, man vielleicht den Fehler nicht wiederholen muss. Wenn Sie jetzt auf einen Ihrer Nachfolger, auf Sigmar Gabriel schauen, der noch SPD-Chef ist, der jetzt in einer ähnlichen Situation auch ist, der wahrscheinlich die Kanzlerkandidatur übernehmen wird, können Sie verstehen, was den treibt? Also bei Sigmar Gabriel hat man ja von außen betrachtet oft das Gefühl, eigentlich hasst er das alles, die Journalie sowieso und den ganzen Rest auch. Und eigentlich würde er gerne in Goslar sitzen und mit seiner Tochter spielen. Und das ist auch eine gute Idee, finde ich, sich um seine Kinder zu kümmern. Und andererseits braucht er das, weil er ein Instinktpolitiker ist und weil er auch ein sehr talentierter Politiker ist. Können Sie das verstehen, dass das schwer ist, von der Macht zu lassen? Ich kann es gut verstehen. Weil es gibt durchaus Parallelen zu dem, was ich auch erlebt habe. Aber Sigmar Gabriel ist ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat. Er ist jemand, der geprägt auch durch seine Kindheit, glaube ich, zu diesem Weg gefunden hat. So wie Sie auch. Für sich zu diesem Weg auf jeden Fall gefunden hat. Und dann geht es eben nicht nur um Machterhalt, sondern es geht auch darum, dass man sich selber ein Ziel gesteckt hat. Und wenn man dann so weit gekommen ist, dann empfindet man auch eine hohe Verantwortung. Und dann geht es eben nicht mehr nur um diese Abwägung, nur in Anführungszeichen, kümmere ich mich lieber um meine Kinder und ich kann auch mit Anstrengung was anderes machen. Es geht auch um die Frage, wer bin ich morgen noch? Ja, das auch, aber ich glaube, es geht ein Stückchen tiefer. Ja? Es geht, glaube ich, nicht nur darum zu sagen, bin ich morgen noch Minister oder bin ich morgen noch Ministerpräsident oder Parteivorsitzender. Heide Simonis, Ihre berühmte Frage, was wird jetzt aus mir? Ja, das war in einer allerdings besonderen Situation im Parlament, wenn man zweimal eine Abstimmung nicht gewonnen hat und dann rutscht einem sowas vielleicht auch mal raus. Aber ich finde das ja einen sehr ehrlichen Moment. Ja, ich glaube, es ist auch legitim, auch zu fragen, was wird auch aus mir dann. Aber ich bin fest überzeugt, diese Frage, was wird aus mir, wenn ich jetzt verzichte, ist nicht die Primäre. Die Primäre ist, man ist getrieben, man hat ein Leben lang politisch gearbeitet, hat jetzt eine solche Position wahrzunehmen. Verantwortung auf der einen Seite, die Idee, die einen geprägt hat, nicht einfach aufzugeben, fallen zu lassen, das ist, glaube ich, das deutlich intensivere Motiv, nicht zu sagen, ich gehe jetzt den bequemeren Weg. Ganz direkt gefragt, ist Macht sexy? Ach, ein bisschen schon, ganz ohne... Ja, natürlich ist es so. Es erschließen sich Zugänge auch zu Personen und zu Situationen, die man ohne das, was Sie jetzt Macht nennen, nicht erreichen würde. Wobei ich muss für mich persönlich sagen, ich habe mit dem Begriff Macht nie was anfangen können. Das glaube ich, Ich habe nie ein Machtgefühl gehabt, muss das ich wirklich sagen. Ja. Das kann viele nicht sein, sagen, ja, ich, nur Verantwortung und so. Ja. Was Audits waren auch persönliche Gründe, ja, etwas erreichen zu wollen, Ehrgeiz zu haben, angestachelt zu sein. Aber so, das, ich habe jetzt Macht über andere, hatte ich nie, wirklich nicht.
Also, dass Sie jetzt nicht Macht über andere, Sie sind kein machtversessener Mensch in einem negativen Sinn, aber ein Politiker muss doch den Willen zur Macht auch haben. Und es ist doch auch großartig, wenn man mit dieser Macht was machen kann, ja, was gestalten kann. Wo siehst, ich beschließe das jetzt und dann passiert das auch. Ja, aber ich würde es eher wirklich als Gestaltungswillen und als etwas erreichen wollen bezeichnen, weil mit dem Begriff Macht ist mir zu viel persönlich Egoistisches verbunden. Und das kann man, glaube ich, nur fühlen. Und wenn man sich die Frage stellt, habe ich jetzt Macht? Wie gesagt, ich konnte es nie einem solchen Begriff wirklich zuordnen. Mhm. Aber dass man vieles machen kann, bewegen kann und das, was passiert, wenn man was sagt, das ist natürlich schon ein gutes Gefühl. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Guck mal, geht doch. Und darum kämpfen. Ja, ja, gut. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Eine allerletzte Frage noch. Ihre Frau, hat die irgendwann mal versucht, Sie davon zu überzeugen, doch ein bisschen mehr zu Hause zu sein? Oder hat sie vor langer Zeit aufgegeben? Sie hat vor langer Zeit aufgegeben. Und wir sind jetzt, ich glaube, 47 Jahre verheiratet. Und wir sind beide der Überzeugung, wenn ich die ganze Zeit nur daheim gehockt wäre, weiß ich nicht, ob das gut gegangen wäre, so lange in so weit. Auch im 48. Ja. Also. Wir danken sehr herzlich für ein sehr ehrliches Gespräch. Es ist wirklich schade, dass man ein solches Gespräch immer erst nach dem Ende sozusagen der wirklich großen aktiven Zeit dann mit einem Spitzenpolitiker führen kann. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Bei uns zwei, die, ich habe es vorhin schon gesagt, ein tolles Projekt hingelegt haben, tollen Dokumentarfilm gemacht haben. Nicht ohne uns heißt dieses Dokumentarfilmprojekt. Die Idee finde ich großartig. Der Plan ist, 199 Kinder zu porträtieren auf der ganzen Welt und zu zeigen, wie deren Schulwege sind. Ja. Im Wesentlichen. Im Moment seid ihr bei wie vielen? Wie viele Kinder sind das? 16, ne, die in diesem Kinofilm jetzt auftauchen? 16 lernen wir im Kinofilm kennen, genau. Aber porträtiert haben wir tatsächlich schon 28. So, das heißt, es ist ein Projekt, das noch weitergeht. Und was mich so fasziniert hat, war nicht so sehr die Tatsache, wie diese Kinder zur Schule kommen. Genau. Da habe ich selbst auch ein paar abenteuerliche Geschichten in meiner Kindheit erlebt. Also da schockiert einen eher wenig. Aber was diese Kinder sagen, wie die reflektieren. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Wir schauen mal ganz kurz rein in den offiziellen Trailer. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie Kinder haben, zwischen 9 und 12, Sie werden diese Kinder hinterher mit anderen Augen sehen. Schauen Sie mal. Also kleine Erwachsene, ne? Welches Kind hat Sie besonders beeindruckt? Das ist die schwierigste Frage, die man mir stellen kann, das muss ich Ihnen sagen. Ich habe einen Favoriten, aber ich sage Ihnen gleich. Ja, und das ist schön, dass verschiedene Leute wiederum andere Favoriten haben. So viel wissen wir nach, glaube ich, 18 Festivals, auf denen wir schon gelaufen sind. Es gibt einmal die Kinder, die man kennenlernt und man erfährt und kriegt es hautnah mit, dass sie in schwierigen Lebensumständen leben, ob es Armut ist, ob sie krank sind. Mit diesen Kindern hat man einfach... Mit denen fühlt man mit. Mhm. Ja? Aber beeindruckt haben mich eigentlich alle Kinder auf ihre Weise, weil sie so denken, wie sie denken, weil sie diese Art haben, auf die Welt zu schauen, weil sie auch eben manchmal mir so einen Spiegel vorgehalten haben, weil sie mir immer mal wieder gezeigt haben, nicht indem sie gesagt haben, du hast keine Ahnung von uns, sondern die Art und Weise, wie sie geantwortet haben, dass auch ich, obwohl ich viele, viele Jahre meines früheren beruflichen Lebens mit jungen Leuten gearbeitet habe, du musst nicht denken, dass du alles weißt, wie Kinder ticken und funktionieren und was sie brauchen. Also das Bewegende ist auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, ich hab's irgendwie alle ins Herz geschlossen, ganz ehrlich. Das sowieso. Ja. Da gibt's einen kleinen Jungen aus der Schweiz. Ennio. Ja. So, in welchen Lebensumständen lebt er? Nur damit wir das einmal verstehen. Ennio lebt am Walensee in der Schweiz vor dem Hintergrund der Kurfürsten. Und Ennio hat einen älteren Bruder, der aber schon von zu Hause weg ist und eine Lehre macht und lebt da mit seinen Eltern. Kann von seinem Haus rüberschauen in seine Schule, aber sein Schulweg ist 1 Stunde 20 Minuten. Lang durch den Wald, über den Walensee, durch das Dorf zu Fuß mit 2 Schulbussen, bis er schließlich in Quarten an seiner Schule ist. Mhm. Wie alt ist der? Der Ennio ist 10 Jahre alt im Film, ist heute jetzt auch schon 12. Und ist ein ganz außergewöhnlicher Junge in meinen Augen, weil er, ich nenne ihn immer als mein kleiner Philosoph. Ja, weil er schon sehr...
eine eigene Art hat zu denken. Was vielleicht daher kommt, in diesen Ort, an dem er lebt, kommt kein Auto. Da kommt nicht mal eben ein Kumpel vorbei. Das heißt, er sagt, ich kann schon einmal auch in den 4 und 5 Stunden hintereinander lesen. Das macht mir gar nichts aus. Ich liebe Bücher. Also ein Junge, der natürlich auch irgendwie weiß, dass es ein Handy gibt und vielleicht sogar eines hat, aber er hat einfach völlig andere Schwerpunkte. Er ist so anders. Er ist anders. Und doch auch ein Kind. Doch ein Kind, aber irgendwie auch ein Erwachsener und ein sehr kluger junger Mann. Wir hören mal kurz rein. 10 Jahre alt, schauen Sie mal. Sagt ein 10-Jähriger. Das ist so wahnsinnig abgeklärt, Walter, ne, wenn man das so hört. Nein, die sind sehr, die sehen sehr klar, was in der Welt ist. Ja. Und die machen das ohne Vorwurf. Sie erzählen, was sie erleben und was sie sehen. Und das Erstaunliche ist, dass die Kinder, die haben, sind voller Empathie für ihre Umwelt, für ihre Eltern. Die wollen alle etwas tun, damit es der Gesellschaft besser geht. Egal, ob sie in reichen Ländern oder in armen Ländern, das spielt überhaupt keine Rolle. Und die haben alles, um wunderbare Erwachsene zu werden. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, ein Bildungssystem zu haben für alle Kinder, es gibt ja viel zu viele, die keine Bildung haben dürfen, ein Bildungssystem haben, wo die Kinder das werden dürfen, was sie ohnehin schon sind. Und nicht das werden, was wir glauben, was sie sein sollen. Dann können wir sehr viel mehr gewinnen, weil die bringen alles mit, um es gut zu machen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, dieses Projekt? Wie ist das entstanden? Also, die ursprüngliche Idee war von mir, dass man eine größere Empathie für Kinder entwickelt, dass man sieht, wie wichtig die für uns sind, weil das ist die Zukunft. Die müssen den Laden schmeißen, wenn wir nicht mehr können. Hab ich gesagt, dann lass uns doch Kinder in jedem Land der Welt auf dem Schulweg filmen. Fast alle kennen den Schulweg, das fördert die Empathie und Zuneigung. Und dann hat Sigrid angefangen zu filmen, nachdem wir den Gerhard Schmidt getroffen haben. Und dann wurden, die Schulwege sind nur noch der Hintergrund. Davor ist die Sicht der Kinder auf die Welt, die Sicht der Kinder auf ihre Zukunft, auf ihre Ängste, auf ihre Träume. Weil sie erleben ganz direkt, was die Erwachsenen mit der Welt anstellen. Und das ist so berührend, weil sie so klar sind. Und ich denke, wenn man den Kindern eine Stimme gibt und ihnen man muss nicht das tun, was sie wollen, aber es lohnt sich, denen zuzuhören. Und wenn dann so ein kleiner Junge aus den Bergen in Nepal, der sagt, wenn mich eines Tages einer zum König machen würde, würde ich als erstes Wasserleitungen bauen. Wo ich sage, wieso haben die keine Wasserleitung? Wir fliegen zum Mond und die haben kein sauberes Wasser. Jeder weiß, dass Wasser eine wichtige Voraussetzung ist für den Wohlstand des Volkes. Jeder weiß es. Und sie haben keine. 2014. Es ist so banal wie wahr. Und es gibt ein Mädchen auch, das in diesem Film vorkommt, Alfonsine. Alfonsine, ja. Lebt Elfenbeinküste und ist eines der Kinder. Wie viele Kinder gibt es auf der Welt, die überhaupt keinen Zugang zu Bildung, zur Schule haben, also im Moment ungefähr? Die ich weiß, sind 130 Millionen, die gar keinen Zugang zur Bildung haben. Aber es gibt weitere über 700 Millionen Kinder, die nur rudimentäre Zugang zur Bildung haben. Also sowieso viel zu viele. So, gar keine Frage. Die Geschichte, die diese junge Frau erzählt, steht für so viele auf der Welt. Okay. Also wenn man durch Afrika reist, hörst du solche Geschichten eigentlich am laufenden Band. Und wie sie darüber reflektiert, aber auch wie traurig sie über ihre eigene Situation ist, wird in diesen kurzen Momenten klar. Wir schauen mal kurz rein. Ja. Ich habe noch nie Schokolade probiert. Ich meine, die arbeitet auf einer Kakaoplantage. Ja, es ist auch Die arbeitet auf einer Kakaoplantage und hat noch nie Schokolade gegessen. Ja, so ist es. Und ich glaube, eine Zuschauerin kam nach einer Vorstellung zu mir und hat gesagt, 2 Wochen später war das, sagt sie, seit ich deinen Film gesehen habe, kaufe ich nur noch Fairtrade-Schokolade. Und dachte ich, ist mal ein Anfang. Sein Anfang, sein Anfang. Ist ein Anfang, aber genau. Was lernt man aus einem solchen Projekt? Was nehmt ihr daraus mit? Ich nehme ganz persönlich natürlich eigentlich etwas mit, was ich glaube schon sowieso in mir habe, diesen großen Respekt vor den Kindern und dass man alles tun muss, um sie vom Feinsten auszubilden, weil sie werden unsere Zukunft gestalten. Ausbilden, so breit wie es nur geht. Und außerdem ist dieser Film, wenn ich denke, er richtet sich auch an ein junges Publikum, neben den Erwachsenen, auch an Kinder ab 10, dass wir mit dem Film signalisieren, auch an das junge Publikum, ihr müsst nicht alles so hinnehmen, wie es die Erwachsenen euch vorleben und vormachen und wie es jetzt ist. Ihr sollt sprechen, ihr sollt, sondern schaut mal, das sind Gleichartige, die schauen hin, die haben eine Haltung zu etwas, die haben eine Meinung zu etwas. Und hier ist eine Plattform,
wo sie sprechen dürfen, wo sie ihre Stimme erheben dürfen, wo sie ihre Gedanken äußern dürfen. Und ich hoffe, dass es sowas, dass es ein Signal ist für das junge Publikum. War das schwer, die dazu zu bringen? Ich finde, nein, es ist nicht schwer, sie dazu zu bringen, aber es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, um sie zum Erzählen zu bringen. Ich habe ja so gar nicht so viel Zeit, aber alle Zeit, die ich in diesem Land dann verbringe, die Tage verbringe ich, soweit es geht, mit diesen Kindern, mit meinem kleinen Team, mit dem Kind. Und versuche da auch eine Bindung aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen, bevor ich das erste Interview mit dem Kind mache. Und ich glaube, und da hilft mir meine vieljährige Erfahrung mit Kindern, dass sie sehr schnell spüren, da ist jemand, der interessiert sich wirklich für mich. Der will nicht irgendwie eine sensationelle Meinung von mir oder eine tolle Aussage, sondern man gibt ihnen in aller Ruhe die Zeit, das zu sagen, was sie sagen wollen. Und dabei wird man übrigens immer wieder erstaunt. Ne? Ja, man wird erstaunt, weil auch, dass auch Kinder Menschen, dann Fragen beantworten. Überhaupt von, Menschen, finde ich. Ich habe das auf einer USA-Reise erlebt. In Baltimore haben wir mit einem Drogendealer, mit einem Mann, der saß jahrzehntelang im Gefängnis, über sein Leben gesprochen. Und ich war unglaublich überrascht davon, wie reflektiert diese Menschen die Dinge sehen. Also man sollte auch da wieder, wenn es um Vorurteile geht, nie den Fehler machen, sozusagen von einer formalen Bildung darauf zu schließen, wie schlau oder reflektiert einer ist. Das hat damit erstmal nichts zu tun. Dass man auf die Augenhöhe geht und nicht die Aussagen beurteilt, sondern erstmal zuhören. Und das fand ich so interessant, was Sie über Macht gesagt haben. Je mehr Macht man hat, desto mehr muss man zuhören. Eigentlich. Das machen nicht viele, die machen das Gegenteil. Und ich glaube, das, was wir mit dem Film, was ich hoffe, was passiert, ist, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, sie sind aufgefordert zu sprechen, das zu sagen, was sie denken. Und die Erwachsenen sind aufgefordert, einfach mal zuzuhören, weil die erleben ja das, was wir machen. Ich finde, diesen Film sollten wir einfach Donald Trump mal schicken. Das wäre ganz gut. Und überhaupt jeden Spitzenpolitiker mal als Anschauungsmaterial gibt. Wirklich, da ist ganz viel drin. Ja, der wird sich das nicht angucken. Donald Trump, Frau Merkel, Herrn Gabriel. Ja. Also das ist übrigens was. Herr Beck hat da Kontakte, der kann uns da. Was auch die Kinder uns sagen, auch die Jurykinder, die uns schon Preise gegeben haben, die sagen, diesen Film sollen aber auch unbedingt Erwachsene schauen. Ja, den sollten auch mal Politiker anschauen, sagen sie dann. Ja? Wann dreht ihr denn in China? Ist in der nächsten Staffel mit auf dem Plan. Sobald wir das Geld beieinander haben, wir sammeln jetzt wieder, wir machen Filmförderung, Crowdinvesting, sobald wir 350.000 Euro haben, machen die nächsten 10 Filme. Wenn ihr Kontakt braucht in China, da sitzt einer. Ja? Herzlichen Dank erstmal Ihnen beiden. Und wir kommen direkt zu Thomas Derksen, der eine faszinierende Geschichte zu erzählen hat zum Schluss. Können Sie uns mal erklären, Herr Derksen, was finden Chinesen interessant, so spannend an einem gelernten Bankkaufmann aus Marienheide bei Köln, dass sie ihn millionenfach klicken, im Fernsehen bejubeln und sie offenbar gar nicht mehr unerkannt durch Shanghai laufen können? Ja, ich denke, es ist die Diskrepanz, die ich mitbringe. Weil wenn die Chinesen an einen typischen Deutschen denken, dann denken die an jemanden, der ganz ernst ist, der keinen Humor versteht, der wirklich immer die Regel befolgt, und ich bin einfach ganz anders. Und das muss ich auch mir immer wieder anhören mit allen. Ich meine, Sie sind Kölner, das erklärt vieles. Ja, eben. Den rheinischen Humor bringe ich mit. Das ist ja nochmal was anderes. Ich muss mir auch immer die ganzen Klischees anhören. Also, mein deutscher Chef, der hat noch nie einen Witz gemacht. Und du bist aber ganz anders. Oder, also, mein deutscher Ehemann, der ist sowas von humorlos. Du bist aber ganz anders. Oder auch, also, ich dachte immer, alle Deutschen wären groß, schlank und gut aussehen. Du bist aber ganz anders. Lustig. Das heißt, wenn Sie, ist wirklich so, ja, wenn Sie durch Shanghai laufen, werden Sie erkannt. Ja, definitiv. Ja. Ich verstecke mich jetzt die meiste Zeit zu Hause, aber im Ernst jetzt, wenn ich meine U-Bahn fahre und sowas, dann mal heimlich und dann manche Leute dann so auf Chinesisch. Also der Ausländer, der sieht so ähnlich aus wie derjenige, der immer die Videos dreht und sowas alles. Dann sage ich, das bin ich. Sie sind Afu Thomas, ja? Genau. Was heißt Afu? Afu, das heißt so etwas wie der Glückliche. Also mein chinesischer Name ist eigentlich De Fulong. De, das steht für Tugend, aber auch für Deutschland, dieses Zeichen. Ja. Und das die gleichen Anfangsbuchstaben hat wie mein Nachname, habe ich das als meinen chinesischen Nachnamen gewählt. Und Fu, das ist halt das Glück. Und das ist auch das mittlere Zeichen meines Schwiegervaters. Und um mich ein bisschen bei ihm einzuschleimen, habe ich dann gesagt, das nehme ich auch als mittleres Zeichen. Und Long, das ist der Drache, weil ich im Jahr des Drachen geboren bin. Und dann war ich mal bei einer Talkshow.
Talkshow und habe gesagt, ja, mein Name ist Dürfelung. Und dann sagt der Regisseur, also so ein hässlicher Name, wer hätte sich den denn ausgedacht? Ja. Und die kann sich ja sowieso kein Mensch merken, nennen wir dich einfach Afu. Dann wird das mittlere Zeichen herausgenommen, ein A davor. Das ist so eine Verniedlichung, wie es das Chin im Deutschen oder wo man mal ein I anhängt. Ja. Und ja, genau. Und seitdem bin ich Afu und die Chinesen sagen, das passt super zu mir. So, und bevor wir gleich darüber reden, wie Sie Afu Thomas geworden sind, ja, schauen wir uns mal kurz an, was Sie machen. Und man muss vorwegschicken, Sie sind mit einer Chinesin verheiratet. Ganz genau. Haben also chinesische Schwiegereltern. Ja. Und Sie sprechen astreines Chinesisch. Nein, ich meine, astreines Chinesisch. Also für mich klingt das sensationell. Ich spreche kein Chinesisch, aber. Ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich viele Ausländer, die noch besser Chinesisch sprechen als ich, aber die sind halt nicht so öffentlich präsent. Okay. Und was besonders ist bei uns, ich spreche auch viel Shanghainesisch. Das ist ein Dialekt, den auch die Leute in Peking zum Beispiel nicht verstehen. Und ich denke, das ist, da gibt es nicht viele Ausländer, die das können. Und das können Sie? Ich probiere es zumindest, ja, genau. Und das macht es wahrscheinlich so sympathisch. Und zwar mit rheinischem Akzent. Ja, und jetzt hören wir da mal, Jans, genau. Jetzt hören wir da mal kurz rein. Sie machen sich da Gedanken über die Ehe. Einer der Clips, die von den Menschen so viel gesehen werden und geklickt werden. Wir schauen mal. Afu Thomas bei der Arbeit.你想娶个中国老婆吗？你做好心理准备哦。什么时候要结婚呢？什么时候有孩子呢？我退休了，毫无聊。你们快点吃个小婚喜，我帮你们带啊。你们先生个女儿吧，女儿像爸爸，眼睛蓝色的。哎，下一期吧。啊，老家去了。老爸打谁啊？三。马上回家啊。这个。嗯，一对备战，登记准婚了吧？什么？有跟我这个结婚？组织忙好了吧？ 上来拍照拍好了吧？房子买了吗？一个月工资多少钱？老公，我中暑了，帮我拿一下。老公，我走不动了。老公，我要亲亲了。老公，我要抱抱。 Können Sie das noch mal kurz auf Chinesisch irgendwie hier vortragen? Wenn Sie jetzt sagen, guten Abend, mein Name ist... Ja, und wenn Sie sich jetzt nach der Sauerei hier bei Ihrer Frau entschuldigen müssten, zum Beispiel auf Chinesisch, was würden Sie dann sagen? Nein, meine Frau, die ist das Brain hinter der ganzen Geschichte. Der Skript, die ist die Schlimmste. Von ihr, ja. Ganz genau. Ist das Ihre Frau, die wir hier sehen? Ja. Ach, die sitzt hier im Publikum, ja? Ja, herzlich willkommen. Das ist Ihre Frau, ja? Das ist meine Frau. Ja, das ist das genau. Ja. Wusste ich gar nicht. Super. So, wie sind Sie beide zusammengekommen? Wo haben Sie sich kennengelernt? Wie lief das alles? Wann kriegen Sie Kinder? Wann geht's los? Also, Sie sind ja schlimmer als meine Schwiegermutter. Ich lerne ja hier. Also, wir haben uns ganz klassisch kennengelernt über Freunde von Freunden auf einer Party. Genau, in Shanghai. Da war ich damals 2 Monate zum Sprachkurs an der Tunsi-Universität in Shanghai. Und da sind wir dann eines Abends rausgegangen. Ich bin eigentlich ein Zuhause-Hocker, eine Leseratte. Aber eine Kommilitonin von mir, die hat mir immer gesagt, komm mit auf die Party. Ich sag, nee, also Party, das ist so das Letzte, was ich brauche. Hat sie mich dann schließlich doch überzeugt, ja. Und bis heute bin ich ihr noch sehr dankbar dafür. Und dann stand sie da plötzlich. Ja, ganz genau. Was heißt denn, wie haben Sie denn Ihre Frau angemacht? Also wie lief das denn ab? Auf Chinesisch. Was heißt denn auf Chinesisch so der Satz, der abends so um Mitternacht dann so an der Single Bar dann gelegentlich fällt? Na, auch hier? Hi, ni jetzt hat Jelima. Verstehe. Sie sind ins Gespräch gekommen, man hat Sie als Exoten vorgestellt. Was haben Sie denn in Shanghai gemacht? Nein, das war eine Party, wo auch durchaus Ausländer da waren und Chinesen, also so eine ganz gemischte Gesellschaft. Ja. Und ich habe immer die Eigenheit, also um nicht zu sagen das Problem, dass ich immer ganz schnell rot werde. Und dann habe ich sie, und sie sagt es bis heute, sie hat mich gesehen und ich habe ihr die Hand geschüttelt und dann, ich konnte noch nicht so gut Chinesisch, damals habe ich halt auf Englisch gesagt, hi, I'm Thomas. Und dann sagt sie, und in dem Moment wurdest du so rot, und da habe ich mir gedacht, der wird mein Mann. Und damit fing es an. Das ist auch
Vielleicht ist es ja sogar in China einfach staatlich auch so gewollt, dass man rot wird und nicht eine andere Farbe. Das kann auch eine politische Aussage sein. Ja. So, und wie ging es dann weiter? Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland. Ja. Ach so. Und dann hatten wir eine ganze Zeit lang eine Fernbeziehung, also fast ein ganzes Jahr lang. Und bis auf eine Unterbrechung von 2 Wochen, wo ich dann nach Shanghai zu Besuch gekommen bin. Und ja, es ist halt nicht ganz einfach, ne, so eine Fernbeziehung. Ja. Aber eine Zeit von Skype und so geht's schon. Und es war nie der Gedanke, dass sie zu Ihnen kommt nach Köln? Erstmal nicht. Also erstmal, wir waren ja noch ganz jung und die Knospen der Liebe waren ja noch nicht... Oh, wie Sie das schon wieder ausdrücken, ja. Die Knospen der Liebe. Aber dann bin ich zum Studium zurück nach Shanghai gegangen und dann haben wir ein ganzes Jahr lang zusammen verbracht da und wir haben auch eine Zeit lang mit den Eltern zusammen gewohnt und dann, als ich dann meine 2 Semester und mein Praktikum zu Ende waren, bin ich zurück nach Deutschland und dann ist sie mit mir zurück nach Deutschland und um hier Deutsch zu lernen und genau. Und dann seid ihr aber zusammen wieder zurück, ja? Ja, wir sind immer, es war immer ein Hin und Her. Also wir haben immer eine aber Zeit ihr lebt lang jetzt in Shanghai in erster Linie, oder? Genau, jetzt leben wir seit etwa 10 Monaten in Shanghai wieder. Und die machen dort was? Ja, das ist die Frage, die meine Mama mir auch mal gestellt hat. Und Junge, wovon lebst du eigentlich? Die ist so schwierig zu beantworten. Ist. Ja, also in die ganze Sache bin ich eigentlich nur reingeschlittert. Es war damals so, ich habe nach meinem Studium für ein deutsches Unternehmen gearbeitet. Für die sollte ich das Business in China aufbauen, weil ich denke, viel von der chinesischen Mentalität verstehe und auch weiß, wie die Geschäfte dort laufen. Wie laufen die denn? Dazu kommen wir gleich. Und, ich mag das gerne, wenn Gäste nicht antworten, sondern sagen, dazu kommen wir gleich. Ja, aber mein Vorgesetzter damals, der hatte ganz andere Vorstellungen. Und bei unserem letzten Gespräch hat er mir halt beschieden, dass ich große Kommunikationsprobleme hätte und auch ein kleiner beleidigter Junge sei. Und ja, da haben sich unsere Wege getrennt. Und dann, schnell rot werden und so. Ja, eben. Was macht man als junger Mann mit Kommunikationsproblemen? Da hat meine Frau gesagt, komm, wir gehen zurück nach China und wir bauen da unser eigenes Geschäft auf. Genau. Super. Und ursprünglich hatten wir halt geplant, dass wir eine kleine Beratung oder so etwas aufbauen für Chinesen, die nach Deutschland wollen, um dort zu arbeiten oder dort zu investieren und auch umgekehrt für Deutsche in China. Und dann haben uns Freunde gesagt, weil ich vorher schon mal bei einer kleinen Talkshow in Shanghai war, während meiner Studienzeit. Und da waren halt verschiedene Ausländer aus Korea, aus den Vereinigten Staaten und ich als Deutscher. Und da hat man dann über bestimmte Themen gesprochen. Über die Badekultur im Land, die Esskultur und so weiter. Die Badekultur? Ja, unter anderem. Irgendwann sind denen auch die Themen ausgegangen, deswegen. Was ist denn besonders an der Badekultur? Ja, wenn da der Finne, der spricht dann zum Beispiel über die Sauna und der Japaner über die heißen Quellen in Japan und so weiter und so fort. Und der Deutsche spricht worüber? Ja, der Deutsche, ich meine, wir sind halt sehr effektiv. Wir duschen morgen 10 Minuten, das war's wahrscheinlich. Ehrlich. Sehe gerade. Ich darf ich Sie um Ihren Namen fragen? Ich muss jetzt einmal Ihre Frau ansprechen. Wie heißen Sie? Ich heiße Zhu Liping. Oh, guck mal. Aber Sie können auch gerne auf Chinesisch antworten. Wir haben einen Übersetzer hier heute für Sie gebucht. Ja. Ja. Aber Sie verstehen alles. Also, 90% vielleicht. Das ist weit mehr, als man in einer Tochter verstehen muss. Sehr gut. Über ein Jahr Deutsch, also von daher seid ich auch immer ganz stolz. Ja. Wahnsinn. Aber also seid ihr beide so Sprachtalente offensichtlich? Ja, ich meine, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber ja. Ja. Können Sie uns einmal erklären, was lieben die Chinesen an Ihrem Mann? Sehr süß. Ja. Und ein dicker Bauch. Nein, ich meine süß. Ja. Also ein süßer, dicker Bauch. Und sehr nett, immer so nett zu anderen Leuten, immer nett, ja. Und er lachte so, sehr süß. Und darf ich Sie total indiskret fragen, was lieben Sie an ihm? Also was macht ihn für Sie aus? Ja. Liebe dich? Ja, warum? Warum? Ja, warum? Ja. Okay. Warum doch? Ich liebe dich, warum? Das ist nur ein Feeling, wie heißt das? Ein Gefühl. Ja. Ja. Die erste Mal habe ich mit Thomas gesehen, ich sag zu mir selber, das ist mein Ehremann. Ihr Mann. Das war Ihnen sofort klar. Ja. Darf ich Sie? Ja.
Ja, ein Gewinner. Aber darf ich Sie noch mal fragen, was hatten Sie für eine Vorstellung von einem deutschen Mann? Was dachten Sie, wie der ist? Ich bin ein deutscher Mann. Sehr streng. Sehr streng und sehr groß. Ja. Und sehr schön. So. Schlank. Also eigentlich so dem Typ Walter Sittler eher. Ja. Also. Der weiße Amerikaner, also stimmt auch nicht. Ja. Ja. Und das heißt, Sie beide sind jetzt zusammen in Shanghai unterwegs und dann geht's los, ja? Dann genau. Kreischen Menschen und... Ja, kreischen jetzt nicht, aber sie freuen sich schon. Das finde ich auch immer ganz nett. Also ja, wir haben ja auch immer so ein komisches Bild, so ein schräges Bild von den Chinesen. Ne? Wir glauben ja auch, dass die Chinesen wahnsinnig streng sind. Und dann dok, 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 dok. Aber die sind ja gar nicht so. Nee, also die Chinesen sind ganz herzliche. Sehr, sehr herzlich und sehr freundlich auch. Und das ist auch wahrscheinlich einer der größten Kulturunterschiede, gerade zu Familienmitgliedern. Also viele haben auch die Erfahrung, die gehen nach China und die Chinesen sind vielleicht nicht hilfsbereit, nicht freundlich. Aber in China ist das wirklich so, dass man zu Leuten, die man nicht kennt, da verschwendet man keine Energie und Zeit, freundlich zu sein zu denen. Aber man steckt die ganze Energie in die Familie. Also wenn es einem Familienmitglied schlecht geht, auch aus dem weiteren Zirkel, sagen wir mal Cousinen, Cousins und so weiter, dann wird auch Geld, Zeit und Ressourcen zusammengelegt, um denen zu helfen. Aber wenn du den nicht kennst, den Menschen, dann verschwendest du da auch... Genau, also wir Deutschen sind ja zu Leuten, die wir nicht kennen, sind wir ja ganz besonders freundlich und höflich und so. Und oft wahrscheinlich. Ja, doch. Ja, aber dann zu Familienmitgliedern, ach ja, da kann der Ton auch ruhig mal ruppig sein. Ne? Aber in China ist das schon umgekehrt. Und die Chinesen haben ja auch so eine Eigenart, die spucken viel rum, ne? Ja, es wird immer besser. Also, es wird besser. Nein. Also stimmt, ne? Also für die Ü50-Generation stimmt das schon. Ja, aber die jungen Leute, die stören sich auch sehr daran. Und die Chinesen, die kommen ja auch viel rum in der Welt. Da sehen wir, überall gibt es viele chinesische Touristen und es werden immer mehr. Internet, und die sehen ja auch. Und auch viele Chinesen gehen ins Ausland arbeiten und studieren und so weiter. Und die bringen ja dann auch ein Stück des Weltbildes wieder mit nach China. Und also die jungen Leute, die finden das auch ganz furchtbar. Aber es ist nun mal so, dass es stört halt keinen. Ich sage, in vielen Hinsichten sind die Chinesen einfach viel toleranter als wir Deutschen. Auch wenn jemand mal laut in der U-Bahn telefoniert oder auf der Straße singt. Ich meine, beim Fahrradfahren, dann fährt jemand vorbei und singt dann aus vollstem Herzen dann irgendein Lied, ein Liebeslied. Und in Deutschland wäre ja schon... Wahrscheinlich hätte jemand den Krankenwagen verständigt. Ja, es kommt immer darauf an, wer da singt. Ja, also, genau. Wenn da Walter Sittler singt, dann würde ich... Vielleicht gerade dann. Möglicherweise auch dann. Und weil wir gerade über Kultur und so weiter, das ist ein faszinierendes Land, China, finde ich. Essen auch toll. Ne? Sie haben ja das große Glück, richtiges chinesisches Essen zu kriegen. Ne? Und nicht hier so süß-sauer mit Geschmacksverstärker, sondern richtig. Genau. Also ich sage immer, ich war ja schon in vielen Ländern unterwegs und das chinesische Essen ist einfach Hammer. Das Beste. Absolut. Das ist einfach auch die ganze Vielfalt, die es da gibt. Wenn man nach Shanghai kommt, nach Peking, in den Süden, in den Westen und auch in Shanghai gibt es so viele Restaurants, da kann man sein ganzes Leben lang jeden Tag in ein anderes Restaurant essen, gehen und man wird nicht fertig. Ja. Ich sag's Ihnen, also wenn mal jemand nach Shanghai kommt... Aber Sie arbeiten dran. Ich arbeite da dran, Ich mit Erfolg. Auch. Aber das chinesische Essen ist wirklich wahnsinnig gut. Absolut. Mit Stäbchen essen ist ja auch eine sehr kultivierte Art. Ganz genau. Sehr, man schlingt nicht so wie bei uns. Genau. Und was ich auch am chinesischen Essen ganz besonders mag, ist, dass man sich die Gerichte teilt. Also es ist nicht jemand bestellt sich sein Schnitzel und Pommes und er dann sein Rindergulasch mit Kartoffelpüree und jeder isst dann sein. Wieso zeigen Sie bei Rindergulasch auf Herrn Beck? Das verstehe ich jetzt nicht. Was soll das denn? Aus Rheinland-Pfalz, da gibt es doch immer diese Vorteile. Ja, und Figurverwandtschaft. Ja. aber da hat man halt, jeder hat seine Schale Reis und dann gibt es verschiedene Gerichte und man teilt sich das. Mhm. Und das finde ich auch so toll, dass man einfach, dass das auch das Gemeinschaftsgefühl beim Essen stärkt. Also man greift mal links, rechts rein und so weiter, ganz dann genau. Stört auch keinen. Okay, mich macht das wahnsinnig, aber es ist ein anderes Thema. Können Sie von dem, was Sie da machen, können Sie von dem leben? Das ist auch die Mama-Frage, die ich jetzt noch mal stelle. Ja, Mama, ich kann davon leben. Ja.
Also mit der, dadurch, dass die Videos viel geklickt werden und sind dann auch bestimmte Werbepartner auf uns zugekommen, ob wir nicht gerne Werbung machen würden in einem Product Placement in unseren Videos. Okay. Oder wir machen aber auch Moderationen, zum Beispiel Offline-Moderationen auf Deutsch, Englisch, Chinesisch, ja, und verschiedene Dinge, die, mit denen wir dann uns ganz gut so, über Wasser halten können. Man kann sie buchen. Genau. Kann man sie auch als Stewardess buchen? Worauf wollen Sie hinaus? Ich will auf einen Clip hinaus, den wir gerne zum Schluss zeigen würden. Der mir ganz furchtbar peinlich ist. Aber ist das so? Ja. Warum? Die Flugbegleiterin-Geschichte ist Ihnen peinlich? Nein, ich gucke überhaupt nicht gerne meine eigenen Videos. Also ich finde meine eigenen Videos oft auch gar nicht lustig. Und ich weiß auch gar nicht, was die Leute daran finden. Aber es kommt anscheinend an. Aber meine Frau, die guckt sich die immer 10-mal an. Mein Schwiegervater 20-mal. Aber ich selber gucke mir die dann nie wieder an, nachdem wir die aufgenommen haben. Also dann machen wir Ihnen doch eine große Freude und zeigen das Stewardessen-Video noch mal jetzt zum Schluss. Bitte schön, Fu Thomas bei der Arbeit schon wieder, diesmal als Flugbegleiterin. Ladies and Gentlemen, 欢迎乘坐本次阿富航班美丽的阿富空乘员将竭诚为您服务。您今天的午餐有两种口味，咖喱鸡肉饭或者意大利面，请不要问我有没有。烧饼要求热狗汉堡，三明治小笼包牛肉面，浓汤浓来个切死猪菜啊！ 如果轮到您的时候，只剩下一种口味，相信我，不用担心，因为这两道菜的味道是完全一样的。 Herrlich. Also das war ein großer Spaß. Danke auch Ihrer Frau ganz herzlich, dass Sie hier den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Also vielen Kreissparkasse Dank. Kann sich das abschminken. Sie kommen nie wieder zurück. Ne? Das war's jetzt. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Thomas Derksen war heute unser Gast. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie wieder hier sind. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Maryse Wolonski, die heute unser Gast war und sehr eindrucksvoll über ihr Leben nach dem Attentat, nach Charlie Hebdo gesprochen hat. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Kurt Beck, mit dem wir heute ein sehr offenes Gespräch über Schwäche bei Politikern geführt haben. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Sigrid Klausmann und Walter Sittler, die ein Ehepaar sind und denen ein toller Dokumentarfilm gelungen ist. Alles Gute dafür. Herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen von heute Plus. Wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dann. Danke schön. Eine Frau, die ein bewegendes Buch geschrieben hat, ist heute unser Gast, Maryse Wolonski. Außerdem freuen wir uns auf ein Ehepaar, das gemeinsam ein wunderbares Projekt realisiert hat. Sehr nachdenkenswert. Sigrid Klausmann und ihr Ehemann Walter Sittler sind heute unsere Gäste. Dann Kurt Beck und Thomas Derksen, der in China ein Star geworden ist. Sie alle jetzt bei uns. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, der hier in dieser Sendung mal erzählt hat, dass während seiner Geburt im Kreißsaal der Strom ausfiel. Das Trauma dieses Stromausfalls hat er später versucht zu verarbeiten, indem er eine Lehre als Elektroniker machte. Irgendwie war das Trauma stärker. Er ging also in die Politik, eine Welt, in der Ausfälle aller Art ganz normal sind. Und er brachte es darin so weit, dass er 34 Jahre lang als Abgeordneter, fast 20 Jahre als Ministerpräsident, als SPD-Chef und sogar auf dem Weg zum Kanzlerkandidaten war. Dann aber bremste ihn erst seine Partei und dann die Gesundheit aus. Und es gibt nur wenige Spitzenpolitiker, die so ehrlich über eigene Krankheit und Schwächen reden wie er, der vor genau einem Jahr einen Schlaganfall erlitt und sagt, wenn du da an Weihnachten in einem solchen Zimmer liegst, dann schaust du ein bisschen tiefer in dich hinein. Herzlich willkommen, Kurt Beck. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, dann zwei, habe ich eben schon gesagt, ein Ehepaar heute bei uns zu Gast. Von Ihnen beiden weiß man spätestens seit Stuttgart 21, dass Sie Politik und Demokratie als eine Aufgabe für jeden Bürger betrachten. Man weiß von Ihnen, dass Sie gut mit Winfried Kretschmann befreundet sind, der vor kurzem auf meine Frage nach seiner Eignung zum Kanzler ausrief, ich Kanzler, niemals, ich spreche ja noch schlechter Englisch als der Oettinger. Jetzt haben Sie beide etwas auf die Beine gestellt, was man auch als politische Botschaft begreift.
greifen kann. Es ist etwas, was jeden, der es sieht, wirklich berührt. Mit einer Kamera haben sie Kinder auf der ganzen Welt auf deren Schulwegen begleitet. Der Film, der dabei entstanden ist, räumt europaweit Preise ab, kommt jetzt in die Kinos. Herzlich willkommen Sigrid Klausmann und Walter Sittler. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. So, dann einer bei uns, der gerade... Dann ein junger Mann dabei, der gerade eine verrückte Karriere macht. Eigentlich hat er mal Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Köln gelernt. Eigentlich fuhr er nur aus Neugier im Jahr 2007 mal für 3 Wochen nach China. Dann aber packte ihn dieses große Land so sehr, dass er beschloss, länger zu bleiben. Heute ist dieser Mann ein Star im Reich der Mitte, tritt regelmäßig im Fernsehen, vor allem aber im Internet auf, weil er den Humor der Chinesen offenbar sehr genau trifft. Was genau er dort macht und wie weit das mit den Witzen geht in einem Land wie China, das wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Thomas Derksen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, gleich zu Beginn aber sprechen wir mit einer Frau, deren Geschichte vor allem die Menschen in Frankreich berührt. Das wird aber heute Abend auch hier passieren. Eine Geschichte, die wichtige Fragen aufwirft, auch für uns, die wir gerade den Anschlag von Berlin erlebt haben. Ihr Mann galt als einer der berühmtesten Karikaturisten Frankreichs, als er beim Anschlag auf Charlie Hebdo ermordet wurde. Wir reden dieser Tage viel über den Täter von Berlin. Aber die Frage ist, was ist mit den Opfern? Was macht ein solcher Angriff mit den Angehörigen? Ihr wolltet Charlie Hebdo töten, schrieb jemand kurz nach der Attacke. Doch ihr habt es in Wahrheit unsterblich gemacht. Stimmt das wirklich oder ist die Wahrheit sehr viel ernüchternder? Herzlich willkommen, Maryse Wolonski. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, Frau Wolonski, mit dem Anschlag auf Charlie Hebdo begann ja diese Terror- und Mordserie. Mit welchen Gedanken gehen Sie abends schlafen und stehen Sie morgens auf, wenn Sie von Berlin, von Nizza, von Brüssel, von alledem hören? Bien sûr. Bien sûr. Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ein Attentat geschieht, dann erinnere ich mich an das, was am 7. Januar 2015 geschehen ist. Es war das erste Attentat in Europa. Ein Attentat, das für mich eigentlich ein politisches Verbrechen war, denn es ging um freie Meinungsäußerung. Aber die anderen Attentate, insbesondere in Berlin, in der Türkei, sind auch immer politische Attentate. Welchen Raum, wie viel Raum nimmt dieses Datum, nimmt dieser Anschlag, das, was da passiert ist, heute noch, 2 Jahre danach in Ihrem Leben ein? Es nimmt sehr viel Platz ein. Mein Leben hat am 7. Januar 2015 aufgehört. Was ich in meinem Buch erzähle, ist, dass ich mein Leben neu aufbauen muss. Ich war wie eine Schiffsbrüchige, die den Kopf aus dem Wasser halten wollte. Dieses Buch ist eigentlich ein Akt des Widerstands. Ich wollte die Details archivieren. Ich bin ja Journalistin von Berufs wegen. Und habe versucht, als Journalistin zu verstehen, was an diesem 7. Januar passiert ist. Parallel dazu ist natürlich mein Buch auch eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die ich 47 Jahre lang mit meinem Mann erleben durfte. Er hatte sehr viel Talent und er war mein großer Liebhaber. 47 Jahre, auch deswegen, Sie sagen es gerade, ist dieses Buch so bewegend. Aber es bewegt einen auch deshalb, weil Sie an keinem Punkt irgendetwas aussparen und ausklammern, sondern sie stellen sich wirklich jedem Detail. Wir haben sie auch im Vorfeld der Sendung gefragt, ob es für sie erträglich ist, auch die Bilder, die wir gleich noch mal sehen, von diesem Anschlag noch einmal zu zeigen. Und sie sagten, ja, zeig das. Das ist Teil meines Lebens. Wir schauen also zurück, was vor 2 Jahren im Januar in Paris passiert ist. Der schlimmste Terroranschlag in Frankreich seit mehr als 40 Jahren. Es war der Beginn einer europaweiten Anschlagsserie. Wie auch im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri gibt es auch im Fall der Kouachi-Brüder viele Fragen, die bis heute unbeantwortet sind. Warum wurden die Brüder als nicht gefährdend eingestuft, obwohl der französische Geheimdienst beide seit Monaten überwacht?